Schönen guten Morgen, euer Serge Menga. Ich habe heute Morgen mit dem Präsident aller Stammesführer in der Provinz Kongo Zentral telefoniert. Mfumu Mafuri heißt er. Und wir haben uns über die Situation unterhalten in der Demokratischen Republik Kongo. Habe ich bei dem letzten Video schon gesagt, Preise sind immens gestiegen. Der Dollar ist momentan sehr, sehr stark, was natürlich bedeutet, dass alles teurer wird, dass Handel schwieriger wird in der Demokratischen Republik Kongo, in der Provinz Kongo Zentral. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir haben hier in Europa auch ein riesengroßes Problem. Und zwar in Deutschland. Da sagte er, was ist denn los? Dann sage ich zudem, in den Nachrichten kam heute die Aussage, dass ein Großteil der Deutschen mittlerweile sich nur noch eine warme Mahlzeit pro Tag leistet. Das heißt, die Menschen sparen an Essen und an Nahrung, weil es denen auch ans Portemonnaie geht, an Existenz. Durch diese bescheuerte, beschissene Russland-Ukraine-Krieg, diese dummen europäischen weltweiten Embargos gegenüber Russland, wodurch nicht nur Russland und seine Bevölkerung leidet, nicht zuletzt die Ukraine selbst massiv darunter leidet, ganz Europa und um nicht zu vergessen andere Länder. Denn die Welt ist ja nicht nur Europa, Russland und Ukraine. Ja, die Menschen leiden weltweit an dieser menschlich so extrem dämlichen Situation, die not last but least auch die europäischen Entscheidungen uns gebracht haben, Embargos aufzustellen, die die eigene Bevölkerung dazu bringt, an Essen zu sparen. Leute, ich möchte euch mal was sagen. Mit meinen 45 Jahren habe ich einiges schon erlebt hier in Europa und in Afrika. Aber die Aussage, dass die Deutschen eben für den kommenden Winter sich eben mehr decken kaufen sollten, weil es kalt werden könnte. Die Aussage aktuell, dass die Menschen an Essen sparen, ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Bei mir sorgt es für, ich bin einfach fassungslos. Ja, das sind ja fast schon afrikanische sogenannte Schwellenländerverhältnisse. Und wir leben in Deutschland. Was mich noch mehr verwundert, ist die Ruhe in der Bevölkerung. Du hörst die Menschen darüber meckern, du hörst die Menschen jammern, aber für jede sogenannte Corona-Pandemie gingen Millionen Menschen auf die Straße. Alle haben sich beschwert, auch gegenüber denen, die gesagt haben, Leute, es ist alles nur Panikmache, aber es ist zumindest in der Bevölkerung was passiert. Momentan habe ich so das Gefühl, wir sind alle in Wartestellung, in Tiefschlaf und hoffen darauf, dass die Politik eine Lösung finden wird. Also ich kann euch meine Version erklären. Die Politik wird auch hierfür keine Lösung finden. Wir werden hingehalten. Wir werden es als Bevölkerung durchhalten müssen. Und jeder so gut wie er kann. Und dass ein Großteil der Deutschen nun mal nicht reich ist, werden wir es massiv in unseren Nachbarschaften auf der Straße zu spüren bekommen. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass man die eigene Bevölkerung durchs eigene Zutun aushungert. Es zumutet, dass es denn kalt wird im Winter. Wir haben eine Nachzahlung privat bekommen von 1125 Euro, Leute. Das ist privat bei mir zu Hause. Das ist Wahnsinn. Und wir bezahlen ja schon monatlich 250 Euro sowieso im Monat. Könnt ihr euch mal ausrechnen. Und dann sind die 1125 dazugekommen. Ja, Corona-bedingt waren wir alle mehr zu Hause. Ja, nice, schön. Wir haben es gewuppt gekriegt. Wir haben es bezahlt. Was ist denn mit den Menschen, die das eben nicht können? Wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, allesamt, jeder für sich, wie wir die nächsten Jahre hier in Deutschland verbringen werden.
Ich werde mit der Serge Menga Foundation den Anbau von Maniok und Mais verstärken. Wir werden auf 25 Hektar werden wir Mais und Maniok anbauen. Der Maniokanbau dauert sehr, sehr lange. Deshalb werden wir uns viel auf Mais konzentrieren. Wie ich schon gesagt habe, bekommt auch die Demokratische Republik Kongo momentan kein Weizen aus der Ukraine. Ja, die Regierung war dämlich genug, ne, nicht auf das zu setzen, was unser eigenes Land irgendwie supporten kann in solchen Krisenzeiten. Das muss man einfach so sagen. Da braucht man weder Russland noch der Ukraine die Schuld zu geben, sondern die kongolesische Regierung selbst. Aber meckern nützt nichts. Also bin ich unterwegs jetzt nach Leopoldshöhe, um mir einen 40-Fuß-Container anzuschauen. Wir werden nochmal einen Schmalspur-Traktor erwerben, damit wir im Grunde mit zwei, eins ist ja schon mit dem letzten Container in Kasangulu angelangt, und alles andere, was wir brauchen an Flug und, werden wir in den Container packen, damit wir da einfach wirklich verstärkt Action machen, Gas geben, den Menschen auch Arbeit geben, aber vor allem als Ziel, dass wir wirklich in dieser kleinen Stadt eventuell, was die Preise angeht, was der Hunger angeht, der definitiv in der Demokratischen Republik Kongo auch kommen wird, irgendwo auch ein bisschen entgegenwirken können. Ich bin keine One-Man-Show, ich mache das mit vielen anderen, hauptsächlich mit meiner Familie. Aber ihr kennt, meine Motivation, meckern nützt nichts. Man muss dort anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Und ja, Deutschland hat momentan eigene Probleme. Also brauche ich jetzt nicht hinzugehen und nur an die Demokratische Republik Kongo denken, sondern ich denke an uns alle. Kein Mensch, ja, mit gesundem Menschenverstand möchte, dass weder die ukrainische, die russische Bevölkerung, weder die deutsche oder überhaupt weltweit irgendein für diesen Blödsinn, für den menschengemachten Blödsinn leiden muss. Ich bin so wütend. Ich weiß nicht. Ich habe gelernt, mich wirklich ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, okay, Serge, reflektiere erstmal, bevor du deine Videos machst. Aber die Aussage, dass in der deutschen Bevölkerung Menschen mittlerweile mit einer Mahlzeit auskommen müssen, um zu sparen, das ist eine dermaßige harte Ohrfeige für unseren neuen Bundeskanzler mit seinen dummen Entscheidungen und seine ganzen Minister. Ganz ehrlich, Leute, stellt euch die Frage, ob ihr den richtigen Job habt. Ja, und ich habe kein Verständnis dafür, dass für Waffen und der ganze Schrott, der die Menschen sowieso nur in Armut treibt und in Fassungslosigkeit Milliarden vorhanden sind. Aber die Bevölkerung muss an Energie und Mahlzeiten sparen. Euer Serge Menga. Wir sind für jede Unterstützung, was die Foundation angeht, dankbar. Alles kann, nichts muss. Denn jeder von uns hat seine eigenen Probleme. Euer Serge Menga. Danke. Ciao.